bin jetzt ein bisschen nervös auch, weil ich den Pater Anton interviewen darf. Der hat ein so buntes Leben nämlich hinter sich, dass ich hoffe, dass wir dann auch noch zum Leopoldinum kommen. Pater Anton, du wolltest ja lange Zeit gar nicht Priester werden. Nein. Hätte mir jemand mit 26 Jahren gesagt, dass ich Priester werde, dann hätte ich ihn wohl ausgelacht. Ich bin zwar in einem sehr katholischen Haus groß geworden mit authentisch den Glauben lebenden Eltern. Dann gab es einfach ein Weggehen von zu Hause. Ich habe zunächst eine Gastgewerbeausbildung genossen, habe dann Wirtschaft studiert, war einige Jahre Unternehmensberater, habe für eine Gruppe gearbeitet, bin dann mit 31 Jahren sehr überraschend zur Erkenntnis gekommen, dass Gott einen anderen Weg für mich vorgesehen hat. Habe dann zunächst begonnen, Theologie zu studieren in Augsburg. Habe in dieser Zeit ein karitatives Hilfswerk geleitet, Radio Horeb gegründet, bin dann nach Rom gegangen und habe dort das Lizenziat zunächst gemacht in Dogmatik. Und dann war ich 3 Jahre Kaplan. Dann. Und du hast ja, du bist, also zunächst einmal, ich muss mal sagen, dass du mich mal sehr beeindruckt hast, wie wir mal gemeinsam in Deutschland waren und dann, glaube ich, in Frankfurt gelandet sind und du gesagt hast, ja, nachdem ich in New York gearbeitet hatte, dann war ich hier bei dieser Firma tätig, Investmentberatung und so weiter. Das ist schon auch, man sieht es auch, dass du irgendwie eine Organisationskompetenz hast, aber noch mehr sieht man, dass dich Gott wirklich sehr getroffen hat mit seiner Berufung. Ja, das ist auch, da möchte ich anknüpfen an die Frage, die wir vorhin behandelt haben. Ich glaube, es ist sehr wichtig, heute junge Menschen aufs Priestertum auch anzusprechen und ihnen auch Mut zu machen, sich einzulassen auf einen Weg, der dann sowieso Gott weiterführt. Aber das war auch für mich wichtig. Es gab zu einem gewissen Zeitpunkt einen Priester, der einfach diese Frage so in den Raum gestellt hat und die hat mich dann nicht mehr losgelassen und hat mich auch sehr kompetent weitergeleitet, sodass diese Entscheidung wirklich gut reifen konnte. Jetzt sitzt du in einer Fernsehsendung, wo Mönche versuchen mal katholisches Fernsehen zu machen. Wir retten das Fernsehen. Ja, und du bist ja auch ein Medienmensch, nicht? Ja. Der Erzbischof Stimpfli hat das mal so formuliert: Die Römer haben die Straßen gebaut, damit sie die Christen verwenden können, um das Evangelium zu Genau. verbreiten. Ich würde sagen, mehr oder weniger, die Heiden haben uns die Medien geschenkt, lasst sie uns nutzen, um das Evangelium einfach Ja. möglichst weit zu streuen Und und du in die hast doch Herzen zu in bringen. Deutschland Genau. maßgeblich Radio Horeb gegründet. Genau, das hat im Stall meiner Eltern begonnen, mit eigentlich fast keinen Mitteln, mit viel Idealismus. Und da durfte ich schon auch erleben, wie die Vorsehung Gottes Gegebenheiten zusammenführt und manchmal, sage ich, schon längst geplant hat. Es ist sehr wichtig, dann einfach ein Gespür zu haben. Was ist wie schon gefügt, wie kann man mit der Gnade mitgehen? Und so war das damals auch mit Radio Horeb. Wir haben sehr klein begonnen, eben im Stall. Mittlerweile ist es ein recht schönes Unternehmen geworden mit über 40 Muss ein Angestellten. Priester heute, ja, ein Priester des beginnenden dritten Jahrtausends, muss der mit Medien umgehen können? Soll er umgehen können? Gibt's, Er was würdest du sagen? ist von den Medien betroffen. Also er muss einmal einen Umgang lernen, er selber mit den Medien, auch mit den neuen Medien, aber darüber hinaus auch natürlich dieses Instrument nützen, um das Evangelium hinauszutragen. Wobei, und das muss man wohl auch sehen, man diese Fragestellung sehr differenziert betrachten muss. Es gibt einfach unterschiedliche Berufungen und es gibt auch unterschiedliche Befindlichkeiten, gerade im gottgeweihten Leben, und dem muss man schon Rechnung tragen. Also man kann nicht alle über einen Kamm scheren und sagen, jeder muss jetzt hier sitzen und Sendungen machen, wie er das Ja, macht. da gibt es Entwicklungen, das kann ich auch sagen. Ja, wenn man mir mit 20 gesagt hätte, wo ich gerade mal 2 Jahre im Kloster wäre, Pater Karl, stell dich vor eine Fernsehkamera, wäre ich davongelaufen, hätte ich gesagt, deshalb bin ich nicht ins Kloster gegangen. Aber mittlerweile, es sind einfach die Instrumentarien da, dass wir das tun. Ich glaube, was aber unsere Zuseherinnen und Zuseher am meisten interessiert, ist, was muss denn heute ein junger Mensch, ein junger Mann, was muss der haben? Oder was muss man im Seminar ihm mitgeben, damit er ein guter Priester für das 21. Jahrhundert wird? Es gibt klassisch für die Priesterausbildung werden 4 Säulen gesehen. Es geht einmal darum, einfach menschlich zu reifen, auch eine emotionale Reife zu erlangen. Es geht darüber hinaus darum, einfach eine spirituelle Verwurzelung, immer mehr, dass ich die vollziehen kann, dass er wirklich verwurzelt ist, so dass er auch Stürme
durchstehen kann und auch die Gegebenheiten, die er einfach kennenlernen wird in der Welt und auch als Priester, dass er die wirklich gut zuzuordnen vermag, auch im Sinne der Nachfolge Christi. Das muss man üben, das kann man nicht nur theoretisch, intellektuell erlernen, sondern das muss einfach eingeübt werden. Darüber hinaus sollte er schon ein Handwerkszeug auch im Seminar erlernen, dann für die pastorale Arbeit, und dann bleibt natürlich das wissenschaftliche Studium, das sich überwiegend in der Hochschule, das dort vermittelt wird. Wobei man sagen muss, das ist schon ein Spezifikum hier in Heiligenkreuz, dass über die Hochschule nicht nur der wissenschaftliche Aspekt gelehrt wird, sondern dort auch schon manches an Spiritualität und auch an menschlicher Reifung und Formung angeboten wird, also eine Möglichkeit dazu. Ich glaube, das ist einzigartig, nicht? Ja. Also ihr seid ja teilweise im selben Gebäude wie die Hochschule, nicht? Ja. Wir haben ein gutes Verhältnis. Jetzt haben wir haben es ja vorher schon gehört, das Leopoldinum ist ein Priesterseminar, das voll ist. Oft hört man oder liest man in den Zeitungen, dass das nicht überall der Fall ist. Woran glaubt ihr, liegt das, dass hier viele sind? Ja, ich denke, da spiegelt sich einfach das Bild der Hochschule auch im Priesterseminar wider. Es ist ja wirklich sehr vielfältig hier. Viele Ordensgemeinschaften sind hier vertreten, viele Priesteramtskandidaten aus unterschiedlichen Diözesen. Und das finden wir bei uns im Priesterseminar Leopoldinum wieder, ja, diese Vielfalt. Und das hebt uns, denke ich, schon ab von anderen Priesterseminaren im deutschsprachigen Raum. Gerade vor kurzem haben wir zwei Mitbrüder aus Afrika empfangen dürfen. Kurz vorher. Einer kommt da noch, glaube ich, ja. später in die Sendung. Und einer kommt noch in die Sendung. Ja. Genau, kurz vorher zwei Priesteramtskandidaten aus Indien. Und so kann man schon sagen, die wir sind Internationalität eine recht sozusagen. Bunte Truppe, genau. Gut, eine Frage, die natürlich auch interessant ist. Was glaubt ihr, wäre wichtig, dass man jungen Leuten Mut macht, auch vielleicht darüber nachzudenken, ob das Priestertum oder das Leben als Priester etwas für sie wäre? Was würdest du sagen? Nun ja, also die Gemeinschaft mit untereinander und aber auch die Gemeinschaft mit Gott, und dass man die Menschen zu ihm führen kann und so glücklich machen kann. Also ja, mit einer Freude, die Welt nicht geben kann, ja. Okay. Ich denke, die Priesterberufung ist ein Prozess. Ja, ich denke, viele junge Menschen heutzutage haben immer mal wieder, also so war es auch bei mir, den Ruf, Mensch, wie wäre es, Priester zu werden, aber dann legen sie es doch wieder weg und meinen, na, ich kann es doch eigentlich nicht sein, ich möchte es lieber nicht, das ist mir zu hoch, es ist zu anstrengend. Den jungen Leuten würde ich empfehlen, es einfach zu versuchen. Dafür gibt es ja die Zeit, hier in der Hochschule zu schauen, bin ich schon so weit, ist es was für mich oder brauche ich noch etwas Zeit. Heiligenkreuz bietet hier hervorragende Voraussetzungen. Es gibt das Studentenhaus in Aarland. Es gibt das Gästehaus in Meierling, dort, wo viele junge Studenten eben sich mit der Berufung auseinandersetzen. Ja, ein geistlicher Rat, was können die tun, um geistliche Berufungen zu fördern? Vielleicht erzähle ich einfach einmal aus meinem persönlichen Leben. Ich weiß, wie wir früher in unserer Familie jeden Tag um geistliche Berufungen, um Priester und Ordensberufe, um gute Priester, wie meine Mutter immer sagte, gebetet haben. Und ich glaube, das ist tatsächlich das Erste, dass wir ein Netz von Betern haben, die immer wieder auch neu uns tragen und halten und uns auch auffangen, wenn Krisen entstehen, denn auch das kann bei Berufungen geschehen, das habe ich in meinem eigenen Leben durchmachen müssen, aber Krisen können wirklich auch gerade Berufungen dann wieder neu vertiefen und stabilisieren. Liebe Haupt, wir danken dir. Ich danke dir als Rektor, dass du so hinter der Hochschule stehst. Pater Anton. Ich danke auch als Kaplan. Ich danke für den Einsatz hier im Stift Heiligenkreuz. Es ist ja im Grunde alles, was vom Stift her mitgetragen wird. Ich danke den vielen, die wirklich auch uns unterstützen, denn man muss es ehrlich sagen, ohne ihre Hilfe wäre es nicht möglich, das alles mit zu unterhalten. Denn auch uns sind Grenzen gesetzt, aber nicht Grenzen der Gnade, denn ich glaube wirklich, wenn wir uns der Gnade öffnen, dann ist Gott überfließend. Vielen herzlichen Dank, Herr Abt, und weil es eben eine besondere Talksendung ist, wollen wir diese Sendung nicht beenden ohne den Segen Gottes, und darum bitten wir dich jetzt. Der Herr sei mit euch.
und mit deinem Geiste. Der Name des Herrn sei gepriesen. Von nun an bis in Ewigkeit. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. So segne und behüte euch und alle, die uns zusehen, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.